Hallo, mein Name ist Andreas Lamm. Ich wohne in Neuhofen bei Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz. In einer der schwersten Krisen seit 1945 wird die Linke als bewegende und starke Kraft für soziale Sicherheit, für Gerechtigkeit, für universelle, elementarste Menschenrechte, Grundfreiheiten dringender gebraucht denn je. Wir können mehr. Und daher kandidiere ich als Mitglied des Parteivorstandes für die Linke. In der Folge von mehreren Unfällen bin ich seit 2014 schwerbehindert und auf die Hilfe eines Rollstuhls und eines Assistenzhundes angewiesen. Ich erlebe täglich Ausgrenzung. Die Linke steht wie keine andere Partei für Teilhabe, für Inklusion. Wir werden damit mitmachen, einmischen, selbst gestalten. Politik aktiv mitgestalten. Dafür möchte ich mit euch gemeinsam im Team des Parteivorstandes wirken und arbeiten. Als Gesundheits- und Krankenpfleger bin ich Teamarbeit gewohnt. Als Journalist spreche ich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und ich bin es auch gewohnt, auch mal gegen den Strom zu schwimmen als Musikproduzent und Medien-, Radio-, Fernsehproduzent. Neue Ideen auszuprobieren, kreative Wege zu gehen. Gemeinsam mit euch möchte ich Menschen aktivieren für eine sozioökologische Transformation, für Klimaschutz, für Natur, Umwelt und aktiven Tierschutz. Ich kann gut im Team arbeiten und ich kann auch vermitteln, zuhören, Dialoge führen und Gespräche mit Menschen unterschiedlichster Herkunft führen. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein Großvater französischer Offizier war 1945 hier den Sabaoth und französischer Offizier im Dienst war zur Befreiung von Deutschland. Diese Befreiung von Deutschland ist ganz wichtig. Wir sollten den Menschen die Chance schenken, frei zu werden von Angst und ihnen Zukunft schenken, Hoffnung schenken für die Zukunft und Gegenwart. Für soziale Sicherheit, etwa mit der sanktionsfreien Mindestsicherung, für Frieden, für Dialog, für Verständigung, für den Abzug von Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz, aus Deutschland, für Menschlichkeit, für Humanität. Ich engagiere mich gegen jede Form von Rassismus, Klassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Das betrifft alle Menschen unterschiedlichsten Glaubens, seien es Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen, christlichen Glaubens oder auch jene, die es bevorzugen, nicht zu glauben, Atheisten und Humanisten. Wir können für alle Menschen da sein. Und genau dafür möchte ich mich im Parteivorstand unserer Partei Die Linke einbringen. Die Corona-Krise fordert uns heraus und wir stehen in Deutschland vor einem historischen Richtungswechsel. Ich möchte gerne mitgestalten, aktiv und mich einbringen als Mitglied des Parteivorstandes. Für weitere Auskünfte stehe ich gerne telefonisch, auch in Telefonkonferenzen zur Verfügung und auch via Chat-Channel bei Telegram. Herzliche Einladung. Ich bitte um eure freundliche Unterstützung und um euer Vertrauen. Bis bald und nur das Beste. Viel Liebe, viel Glück und Gesundheit, vor allem auch für Erfurt, für den Parteitag.